Natürlich nicht, das weiß ich doch selbst. Nächste Runde. Ja, natürlich offene Grenzen, jetzt wo wir Homies sind. Wie sieht das bei dir aus mit Luxusgütern? Immer noch keine, ne? Gandhi hat das Mittelalter erreicht. Hat Gandhi... Nein, Gandhi hat nicht den Kompass entdeckt. Gandhi hat die öffentliche Verwaltung oder so entdeckt. Aber, nee. Oh, unser Siedler ist fertig, sehr schön. Aber hier machst du erstmal eine Straße und hier auch. Dann haben wir das auch schon in der nächsten Runde, soweit fertig. Du kannst hier fast, aber wenn er hier angreifen kann und er von hier unten, müsste es möglich sein, diesen Bogenschützen mit den letzten drei Health Points, die unser Krieger hat, zu zerstören, weil Bogenschützen im Nahkampf sowas von schlecht sind. Außerdem ist er ja eh schon hier kurz vor der Promotion. Schau mal, entscheidender Sieg. Nehmen wir auf unwegsamem Gelände. Beim Kampf in unwegsamem Gelände. Das Ding ist, bräuchte eher beim Kampf in offenem Gelände. Machen wir ihn zum allgemeinen Superkrieger oder zum spezialisierten Drill Sergeant. Wir können ihn modernisieren zum Schwertkämpfer. Ah, oh, dann sollte man ihn nicht verlieren. Oder Verteidigung. Amphibisch ist nicht verkehrt. Ja. Hebt Kampfmalus für Angriffe vom Wasser oder über einen Fluss auf. Das ist so viel wert. Später, dann können wir vom Ozean aus direkt in die Stadt einmarschieren. Und auf dieser Karte wird es eh sehr schwer sein. Dazu muss er aber erstmal überleben. Ja. Yeah. Was soll ich gerade sagen? Ja, genau. Auf dieser Karte ist ja praktisch jede Stadt am Strand. Und mal angenommen, wir wollten Kapstadt einnehmen. Dann haben wir das Problem, dass in Kapstadt, wenn wir denn mal hinkämen, nur zwei Felder hätten, in denen wir mit Landeinheiten sofort angreifen können. Das ist dieses hier und dieses hier. Und eins, zwei müssen wir über den Flussmalus in Kauf nehmen. Und diese beiden müssten auch einen derben Malus in Kauf nehmen. Und wenn wir unsere Einheiten jetzt aber so weit updaten, dass wir es nicht mehr haben, dann sind wir praktisch in Kombination mit unseren Schiffen unschlagbar. Ne? Also dann ist das ein easy Game. Wenn nicht sogar schon zu easy. Ich glaube, das wird so leicht. Was hat, ich habe mal wieder nicht Florenz. Ja, ihr mir mit eurem... Bring doch den anderen um. Nee. One love, ladies and gentlemen. Jetzt aber die Bibliothek. Nein, erst die Steinwerke, weil wir Marmor und Stein haben. Eisen nicht. Und generieren +1 Produktion, +1 Zufriedenheit. Und dann nochmal +1 für Marmor und Stein, +3 Produktion, +1 Zufriedenheit für ein Apfel und Ei. Ne? Also das ist geschenkt. Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich euch willkommen. Ist euch auch. Vorwärts. Immer rückwärts, nimmer Konsul Bismarck. Die fortschrittlichen Völker der Welt, da sind wir hinten. Ibn Battuta. Wer Ibn Battuta nicht kennt, der sollte sich mal Gedanken machen, ob er hier überhaupt im richtigen Let's Play ist. Und das ist er, denn Wikipedia sagt, dass Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta im 14. Jahrhundert ein berberischer Forschungsreisender war. Mit 21 Jahren ging er auf muslimische Pilgerfahrt nach Mekka. Nachdem er diese abgeschlossen hatte, reiste er jedoch weiter, wobei er mehr als 120.000 Kilometer durch die gesamte islamische Welt und darüber hinaus zurücklegte. Seine Aufzeichnung und Titel Rila, Reise, berichten von seinen Erlebnissen. Dieses Spiel ist, da brauchst du, weißt du, keine Geschichtsnachhilfe mehr. Da reicht es, ein paar Stunden Civilization 5 zu spielen, die Berühmtheiten hier zu googeln. Und ja, schon hat man praktisch sein Diplom in Geschichte und kann Gymnasialstufe unterrichten. Ich wüsste nicht, was da dagegen spräche. Außer, dass wir hier oben ungeschützt sind, wenn gleich der Siedler darüber geht. Du gehst in unser Staatsgebiet nach York und wirst gleich zum Schwertkämpfer promoviert.
Wobei es natürlich. Ja, haha, hättest du gern. Jetzt sag nicht das. Oh, sagt er. Ah, hier gegen Marineeinheiten, sehr schön. Aber wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Na, egal. Egal. Wenn wir halt angegriffen haben, wir überleben es ja eh. Die britische Marine ist allen anderen Marinen überlegen. Ach, wir haben endlich die Welt umrundet. Da wurde es auch mal Zeit. Scheiß mal diesen Bundes. Oh mein Gott. Kann die jetzt schon Kriegselefanten? Da waren Kriegselefanten. Kann die wirklich angreifen? Nee. Mahatma doch nicht. Oder doch? Nee, dann hätte er hier oben schon längst. Weißt du? Du gehst doch nicht da hoch, du gehst. Oh, 6 Runden? Nee. Also ist da irgendwas im Weg, das wir Menschen angezeigt. Deswegen lasse das mal lieber. Bitte warten. Okay. Muss mir angucken, wie hier Indien gegen Papa angreift. Ein goldenes Zeitalter beginnt. Ich glaube es ja nicht. Ich bin so ein guter Herrscher über mein Volk, dass sie so zufrieden waren mit mir die ganze Zeit, dass jetzt ein goldenes Zeitalter beginnt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein goldenes Zeitalter durch die Zufriedenheit getriggert habe. Ich hatte gar keine Acht darauf. Jetzt habe ich immer nur meinen gelben 16! Alter! Okay, na, ich hab's gesagt. Okay, ich mache hier noch 2 Runden, 3 Runden fertig und dann ist es eh Zeit, hier einen Break zu machen. Aber ich war jetzt so insgesamt aus allen Quellen 16 aus Ressourcen, 9 für 5 für Naturwunder. Ja gut, aber trotzdem ist plus 16 schon ein Wort, ja, vor allem wenn man meinen Spielstil kennt. Ach, ja, das liegt unter anderem daran, dass ich bisher nur 2 Städte gegründet habe und ich normalerweise um diese Zeit schon 5 Städte oder so habe. Aber diesmal, dabei war der Plan gar nicht, dass wir hier ein kleines Reich haben. Der Plan war ja, dass wir das Reich der nie untergehenden Sonne aufbauen und überall in der Welt unsere Städte haben. Aber diesmal nicht. Diesmal spielen wir bedachter. Diesmal spielen wir mit Sinn und Verstand. Ist es auch meiner? Wir haben 3 Triären. Schön. Dann, wie gesagt, spielen wir jetzt noch 1, 2... Oh, an der Ruine. Ich habe schon gedacht, noch ein Naturwunder. Hier oben waren wir noch nicht. Bauaktion. Genau, haben wir den Wein? Die Plantage ist schon da. Ja. Yeah. Nein, hier wird der Teufel getan. Du baust hier Minen, um York endlich mal dann die benötigte Produktion. Wo ist wer? Anstatt dass du hier rumrennst, renn lieber hier rum und bewache unseren wertvollen Siedler. Stadt-Stadt-Nachricht interessiert mich jetzt sehr weniger. Zufriedenheit haben wir, ja, das ist ja nicht das Problem. Noch ein goldenes Zeitalter. Wir können ein ewig goldenes Zeitalter einführen. Oder mit der Frömmigkeit die Kultur florieren lassen. Nee, ich glaube, das wird mir, ja, plus 13 Kultur, ja, das ist eh dann für später. Jetzt habe ich jetzt für Repräsentation entschieden. Dazu ist zu sagen, dass wir dann viel weniger Kultur brauchen, um die nächsten freizuschalten. Und außerdem wird noch ein goldenes Zeitalter eingeleitet. Was bedeutet das mir für die nächsten 19 fucking Runden ein goldenes Zeitalter haben? Das ist schön. Wenn wir jetzt noch irgendwo eine große Persönlichkeit auftreiben würden, könnte man nochmal 8 drauflegen, aber das dauert. Wo hier landen? Grenzausschreitung. Ist gerade passiert. Wo ist, gab es hier früher nicht mal. Ach, ich habe noch gar keine Bürger. Ich habe noch gar keinen. Ich arbeite momentan noch nicht mal daran, überhaupt Großpersönlichkeiten freizuschalten. Von daher kann das noch dauern. Weil ich keine Wunde habe. Was ist mit dem Koloss passiert eigentlich? Haben wir den jemals gebaut? Ist der hier? Nee. Ist bestimmt nur anders gebaut worden. Wir haben das Geld dafür bekommen, weswegen wir dann so ein Geld geschwommen sind. Du. Ich hab gesagt, du achtest darauf, dass hier oben kein Shenanigans passiert. Da bist du hier sicher. Ja, und du schaust mal, wie es um die Insel herum aussieht. Mir war noch nie hier oben. Mir war mal kurz davor, aber haben da nicht weitergeguckt. Du baust eine Mine.
um die Produktion voranzubringen. Wir brauchen eigentlich jetzt, wenn wir unsere dritte Stadt bauen, unseren dritten Bauarbeiter. Eigentlich hätten wir schon längst, ich weiß nicht was, wie ich dieses Mal spiele, aber also völlig neben der Kappe, glaube ich. Es sieht zwar jetzt gut aus, aber mal angenommen, Gandhi kommt jetzt mit 5, 6 Kriegselefanten daher, dann wäre ich ja, weißt du, nicht gut aufgestellt. Hier, das sieht sehr schön aus. 2 Gold, dann machen wir ein drittes dazu. Ach Quatsch, anstatt hier rumzublänkeln. Geh lieber gleich mal hier hoch und mach die Luxusressourcen klar. Während wir nach den Steinwerken noch einen weiteren Bauarbeiter bauen. Können wir auch jetzt hier schon machen in York. Ich soll ins Mikrofon sprechen und nicht daneben vorbei. Nächste Runde habe ich das eben schon gedrückt. Ach, ich weiß nicht mehr. So. Ich weiß, habe gesagt, ich werde Schluss machen, aber nur noch diese eine Runde. Vielleicht auch danach noch eine, aber jetzt erstmal wollen wir ja die Stadt gründen. Und wenn die erledigt ist, dann ist gut für heute. Wir würden ja von einer Freundschaftserklärung, ja? Dazu muss ich euch gerade mal hier rüberziehen. Und so. Freundschaftserklärung, jetzt sind wir zusammen. Gute Freunde, kann niemand trennen. Mir wurde mal gesagt, dass ich gar nicht singen würde, sondern einfach nur den Text lauter und leiser vorsagen würde. Mit der Stimme nie hoch oder runter ginge. Was seltsam ist, da ich beim normalen Reden ja anscheinend nothing. Oh, das passt. Ja, da ist Robin Hood unterwegs und klaut hier die Edelsteine und das Silber aus dem